noch einen Eimer irgendwie. Das ist ja auch immer komisch. Frage ist, kann ich irgendwo was kaputt machen? The Bloody Lip Bar and Grill. Ein Klavier habe ich da unten. Und die Suppe. Also, es ist echt schwierig. Sehr angenehm auf dem Balkon. Ali war wieder kacken. Und umschreibt es wieder. Alter, das ist doch frustrierend. Ich bin mal gespannt, ob das im Wesentlichen nachher eine Sache ist, irgendwie, die halbwegs sinnvoll ist. That doesn't seem to work. It's too soggy. It's too soggy. Ugh. Oh, yuck. It's too soggy. Ja, toll, jetzt habe ich das miteinander kombiniert und ist einmal weg. Können wir nochmal. Ja, das ist ein Sinn, dass es da offen liegt. Find it soon, I'm going to lose all the monocle-grabbing muscles in my eye. What is that? I can't see a thing. All I want is my monocle. It's too soggy. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Here, monocle. Here, boy. Crud. Och Mann, das kann nicht wahr sein. Er muss... Rats! For crying out loud. Und auch nicht näher ran, oder? Here, monocle. Here, boy. Oh, shoot. I hope I didn't lose it. Ja, ja. Ach Mann, es fehlt mir dieser kleine Schnipsel. Kann ich die Klamotten holen, dann bin ich hier schon mal der Voodoo-Puppe näher. Das kann doch nicht wahr sein. Im Zimmer finde ich nichts, da muss ich nur noch das Bett durchsuchen. Aber das Bett durchsucht er nicht, solange die Tür offen steht. Nägel und Hammer gibt es wiederum bei den Kollegen hier. Kann ich auch nicht nehmen. Kann auch Aktion nicht abbrechen. Oh, schade. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Da fehlt mir auch noch ein Brett oder irgendwas. Das kann natürlich auch sein. Sie erst ein Brett brauche. Das ist, wie gesagt, jetzt so ein bisschen. Ich hätte das auch gedacht, das Schild könnte ich jetzt hier irgendwie mitnehmen oder ausgraben. I can't dig that, Daddy. Das ist wieder ein Speedrun. Hier habe ich nie einen Speedrun angekündigt. Da habe ich schon gesagt, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Ich kann mir jetzt bei keinem überhaupt einen Reim noch drauf bilden. Won't fit in my pocket. Da habe ich die Ratte gefangen. Dun, dun, dun. Mit denen komme ich auch nicht weiter voran. That wouldn't be wise. Ich glaube, dem muss ich auch noch ein anderes Holzbein verpassen. Das kann ich jetzt aber auch hier nicht einen Stock oder so nehmen. Das sind jetzt auch nicht. It would take forever to hack through it with this knife. They're sleeping peacefully. That wouldn't be wise. They're sleeping peacefully. Hey guys! Die reagieren auch überhaupt nicht mehr auf mich, also. Wie eine Feder oder so, ne? Aber. Ach Mann. Was fehlt mir denn? Muss irgendwas sein, was ich die ganze benutze. Einmal als Nachttopf und schütte ihn bei Lago ins Zimmer aus. Einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wo war der eigentlich? Der hier, glaube ich, ne? Hier hatte ich den, glaube ich, her, den Eimer, glaube ich, sogar. I doubt they'd be interested. I doubt they'd be interested. I doubt they'd be interested. Das ist echt, ja gut, das würde gehen. I doubt they'd be interested.
I doubt they'd be interested. Das kann nicht wahr sein. Ich frage mich jetzt nur, ob das irgendwas ist, was total krude ist, wo man eigentlich gar nicht drauf kommt. Hab's Rätsel, auf sowas kommt man nicht. Das ist immer schwierig, Emmy, und das ist immer schwierig, weil die Frage, es ist immer unterschiedlich, ob man selber sieht, irgendwie, okay, kann man es lösen oder kann man es nicht lösen, also. Ich finde es halt irgendwie schwierig. Wie gesagt, mein Ansatz wäre, den Zimmermann irgendwie da zu bekehren, also irgendwie daraus zu locken, irgendwie, dass der irgendwas machen muss, dann kann ich mir den Nägel, wie gesagt, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal erklärt. Darf ich spoilern? Ist es echt so schlimm, dass man überhaupt nicht drauf kommen kann, oder? Das ist eine Grundsatzdiskussion, die wir... Das ist schwierig, weil eigentlich nimmt man sich ja selbst das Spielerlebnis dann eben so, ne? Das ist so, okay, dann schieß mal los. Oder versuch mich langsam ranzuführen, wenn das möglich ist. Dass ich vielleicht selber dann noch den Rest irgendwie... Such erstmal noch jedes Zimmer ab. Ich bin eigentlich... Ich glaube eigentlich, dass ich jedes Zimmer schon abgesucht habe. Ich weiß nicht, weil ich jetzt nicht abgesucht hätte. Okay, man muss erstmal den anderen Sumpf. So, könnte ich mir jetzt schon rein drauf bilden, warum man jetzt Matsch braucht, irgendwie vom Sumpf? Eigentlich nicht. Guck mal, ich meine, das weiß ich das vielleicht, aber ich weiß es nicht, wie ich das jetzt noch miteinander kombinieren müsste. Keine Ahnung. Oder ob das halbwegs sinnvoll ist. Wow, a whole bucket of mud. And it's mine. All mine. So, jetzt habe ich einen. Könnte den jetzt bei Lago auskippen oder so, aber das wäre für mich jetzt echt kein logisches Rätsel oder so. Also bei allen Leuten. Ich könnte das jetzt als meine gekochte Pampe ausgeben. Aber ich bin eigentlich gefeuert. Also insofern dürfte das ja auch nicht gehen. Ich hate Vichyssoise. Aber hier wird es ja auch keinen Sinn machen. Ich bin ja auch eigentlich offiziell gar nicht mehr angestellt hier, ne? Also insofern. Muss man den Matsch vielleicht da vorne verstreuen, damit Lago nicht reinkommt? So was ist in die Richtung? Das klappt auch gar nicht. Ja, dann macht ja auch keinen Sinn. I don't think that'll work. Sagt er denn noch was dazu? It's a bucket full of mud. Schlamm. I don't think that'll work. Das ist jetzt echt ins Blaue geraten. Das macht ja... Aber wo müsste ich es denn verschütten? Also hier kann ich es nicht so verschütten. I don't think that'll work. Tür zu. Aber... Also jetzt habe ich den Eimer voll Schlamm und kann den vor die Tür stellen und dann geht die Tür nicht mehr auf? Schließen. Ja, da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Ich hatte es schon mal versucht hier irgendwie. I think I hear Largo coming. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head.
When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry! Maybe I shouldn't have done that. You looked pretty steamed. Also ganz im Ernst, wer wäre bitte da drauf gekommen? Jetzt ohne irgendwo nachzugucken oder so, oder ohne es irgendwann mal gespielt zu haben? Holla, die Waldfee. Der Dialog ist episch. Ah, jetzt geht er, stimmt. Ach, so rum. Ich habe eigentlich zu weit gedacht im Prinzip. Ich muss ihn erstmal, seine Kleidung muss erstmal dreckig werden, damit im Nachgang... Ach, jetzt macht es schon mehr Sinn. Es war nicht komplett unlogisch. Nur ich dachte, er hätte schon Kleidung da. Ich bin irgendwie schon, ich weiß nicht warum, schon davon ausgegangen. Insofern war es nicht ganz unlogisch. Hat er dafür gesorgt, dass seine Kleidung dreckig ist, er es dahin bringen muss. Jetzt muss man wahrscheinlich irgendwie noch den... You're making me mad, Marty! That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight! Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry! Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Das ist so geil, weil der komplett... So. Ja, irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich bin ich schon gedanklich in eine völlig andere Richtung gerannt oder war schon irgendwie relativ sicher, dass es in die Richtung geht. Ich habe deswegen wahrscheinlich dann gar nicht mehr dran gedacht, dass ich irgendwie... Hat er mir jetzt einen Zettel gegeben? Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Naja. Aber den Zettel könnte er jetzt haben, also ich glaube... Jetzt hat er wahrscheinlich einen Abholzettel, ne? Ja, aber ich dachte eigentlich, ich würde jetzt schon in der Wohnung, also in seinem Motelzimmer was finden. Damit ich dann eben halt immer eben rauchen habe, Zettel dabei. So, haben wir jetzt vielleicht einen Zettel hier, Mo? It's empty. Ja, wieder nicht, ne? Largo could be back any minute. Nee. Also er sagt ja eigentlich auch, ich soll es jetzt erstmal regeln da, aber... Seine Sachen hat er abgegeben. Ich habe jetzt keinen Abschussschein. Der wird mir das so jetzt in die Hand drücken. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Nee, der wird mir das so nicht geben. Haben wir den aufräumen weggeschmissen. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse. But I can't give you your clothes without a claim ticket. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Mom threw it out when she cleaned my room. What? You beaned your mom with a broom? You should treat her better than that. I'd like to pick up some clothes. Jetzt aber keine Dialoge. You have your claim ticket, Sonny. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Also ich brauche den Kram jetzt von Largo. Aber das sah jetzt auch nicht aus, als hätte er einen Abholschein, aber... Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Bin ich jetzt weitergekommen? Ich glaube nicht. Muss ich jetzt nochmal einen Eimer voller Schlamm holen und dann... Den Eimer habe ich auch schon gleich, ne? Jetzt bin ich eigentlich genauso ratlos wie vorher schon. Also wieder hat er jetzt den... Poolzettel oder irgendwas, aber das glaube ich nicht. It's a bit on the tattered side. In der Schublade ist auch nichts. It's empty. Reste.
Also das macht für mich keinen Sinn. Wir können jetzt nochmal provozieren, dass er gleich nochmal in die Tür reinkommt, aber... Mach es normal. Das Problem ist, ich habe gar keinen Eimer mehr. You look pretty old. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gleich nochmal zusammenscheißt, weil er zu mir gesagt hat, ich soll das regeln, damit er... Oder ob er mich einfach aus dem Hotelzimmer schmeißt. Drück mal F1. Tja, so sah das Ganze damals aus. Achso, du meinst, dass man es vielleicht besser erkennen kann, vielleicht, ne? Stop pestering me! I was just leaving. Ja, der redet gar nicht erst mit mir. Also eigentlich hat sich jetzt die Situation für mich nicht wirklich verbessert. Der wird ja auch ganz normal noch da sein, also. Nur, dass ich jetzt weniger Sachen habe. Ich habe keinen Eimer mehr. Ich kann das also nicht wiederholen, dass man das irgendwie zweimal machen muss, damit er keine Klamotten mehr hat oder irgendwas. Es macht nicht wirklich mehr Sinn. Aus meiner Sicht. Mit dem Piraten werde ich wahrscheinlich auch noch nicht sprechen können. Yo! Ne. Das kann nicht wahr sein. Das hat mich noch ein Eimer erhärtet. Ja, ich habe doch keinen zweiten Eimer, Leute. Den anderen Eimer habe ich von hier geholt. Von den Piraten da. Wollt ihr erst einen zweiten Eimer? Wo würde ich den finden? Ich könnte dich jetzt den Kochtopf mitnehmen, aber das macht er auch nicht, ne? Wäre vielleicht eine kleine Idee, aber ich glaube nicht, dass er den Kochtopf mitnimmt jetzt. I've never been much for rodent seasonings. All I can see is water. Würde ja auch keinen Sinn machen, irgendwie. Alter, das ist jetzt schon echt ziemlich hart, also. Erst mit dem Schlamm, okay, da hätte man doch so ein bisschen, wenn man nicht gleich so irgendwie in die andere Richtung gedacht hätte oder schon irgendwie weiter gedacht hätte, als es eigentlich war, hätte man drauf kommen können. Ich weiß auch nicht, wo dieser Lago jetzt hier rumcruist. Hätte man ja auch nicht die Klamotten in die Hand gedrückt oder so, ne? Das ist... Nicht eine Putzkammer oder so, ne. Ne, die gibt's nicht. Das ist, also da hast du jetzt schon mal den nächsten Schritt gemacht und denkst irgendwie, okay, jetzt der Rest, der wird sich jetzt wie von selbst lösen, denkst du. Hm. Genau, und ab und erstes. Der erste Film so einmal im Schiff neben der Wäscherei mitgenommen. Den habe ich schon, genau. Wenn ich lange diskutieren will, fragt einfach noch einmal und genau, den habe ich mitgenommen. Das Fenster im vorderen Bereich der Stadt schlüpfen wir in die Küche und nehmen das Messer. Ja, okay, ja, aber das habe ich, das habe ich ja schon alles. Das Messer und so weiter habe ich alles. Das ist genau, den ganzen Kram habe ich ja schon durch, also deswegen. An der Stelle macht es ja nicht weiter wirklich einen Sinn. Ich glaube, du siehst noch was im Lagos Zimmer. Mom would help me find it. Ja, vielleicht war der Tipp gar nicht so schlecht mit dem F1, dass man vielleicht das in dieser Pixel-Sicht besser sehen kann als irgendwie jetzt in der neuen hübschen Ansicht. Wir gucken nochmal rein. Also ich würde mir jetzt einen Abholzettel da irgendwie wünschen. Habe ich mir ja schon vorher gewünscht. So, gehen wir in die Pixel-Ansicht. Vielleicht sieht man es dann besser. Messer. Dressing Stranger. Wie gesagt, auf dem Nachttisch liegt auch nichts. It's a bit on the tattered side. Hier, leftovers, leftovers, leftovers. One, two. Hier vielleicht irgendwas hinter. Nice! Nice. I don't like to get naked in other men's rooms. Wo? Wenn, dann wo? Muss ich jetzt die Tür nochmal zumachen und dahinter hängt jetzt irgendwie der Zettel. Da hat's halt. Oh, das kann nicht wahr sein. So, ich glaube, sowas, so ein Glück hatte ich schon mal. Oh, meine Güte.
Ich weiß nicht, ob man das so kompliziert machen muss. Was ein Axt. Ich habe ja schon mal hinter die Tür geguckt oder hatte sie ja schon geschlossen. Und na gut, zu dem Zeitpunkt war ihm halt kein Abschulter. Jetzt können wir jetzt garantiert das abholen. Jetzt kommt eigentlich das, was ich schon irgendwie vor 2 Stunden irgendwie gefühlt schon gedacht habe und zusammengesetzt hatte. I'd like to pick up some clothes. You have your claim, take it, Sonny. Ich komme gleich hier. Got it, right here. Great. I'll see what we have ready for Mr. LeGrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Now, where was it? Ah, here it comes. Ich bezweifle, naja, es wird schon richtig sein. Es wird schon richtig sein. Oh, dieses Spiel ist so gut. So. So, damit gehen wir jetzt zur Voodoo-Meisterin. Ich weiß gar nicht, hieß sie Voodoo-Meisterin oder Orakel irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ihr offizieller Name ist. Ich glaube, Voodoo-Meisterin war es, glaube ich, so, ne? So, jetzt haben wir die Teile. Jetzt können wir die Voodoo-Puppe erstellen lassen. Und was dann kommt, keine Ahnung, werden wir sehen. Bin gespannt. So. Have you brought me the final ingredient? So, ja. I have this pearly white bra. Yes, that will work. So. At last. Jetzt bin ich gespannt. Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Nice. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work. But it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Oh, schläft er jetzt in seinem Zimmer vielleicht? Okay, ich habe sogar Nadeln mitbekommen. Perfekt. Jetzt kommt das Ding erst raus. So, dann gehen wir zurück. Es ist sehr gut möglich, dass er jetzt schläft. Ich muss mal gleich gucken, bevor ich hier irgendwie die ganze Zeit ungespeichert durch die Gegend renne. So, Inhalt wird gespeichert. 19% immerhin. Ich hätte jetzt fast weniger gedacht. Och, jetzt wieder rausgetappt hier. Ja. So, hier werden wir zurück. Ich muss mal eben kurz nochmal was. Irgendwas habe ich gerade weggeklickt hier auszusehen. Kurz Moment. Zack, 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 zack. So. So, ich hoffe jetzt, dass er schläft. Wie sieht das Ding jetzt überhaupt aus? It's little, mean looking and ugly. Just like Largo. Sharp. Okay, gut. Gehen wir mal ran. Es reicht ja vielleicht sogar, wenn ich in der Hotellobby bin. Muss ich ja vielleicht nur anloggen. Gucken. Dann wieder schläft er oder wird der angeloggt? Hey, what are you doing in here? Get out of my room and stay out.
What? Why are you following me around? Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. Why, I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious, two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did it, LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that? Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Whoops. Er wehrt sich auch nicht dagegen, ne? I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Can you give me something to protect me? He has magic just as strong as mine. Nothing I could give you would protect you. But there is a way out. What is it? You're doing it right now. Fiddling with the change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Dude. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Hey, thanks. Sehr gut. Hab ich den Start verpennt, weil ich auf den Stream geguckt habe? Welchen Start? Formel 1? Nee. Start? Lässt uns Hardy wieder mit Fragezeichen zurück. Ach so. Sehr gut. Das heißt aber den Stream gucken, nicht Forza spielen. Mach gerade noch die Saisonrennen. Gut. So, dann müsste ich jetzt zurück können. Largo müsste jetzt ja. Weiß nicht, ob er jetzt hier noch in der Stadt was tut. Ich guck nochmal nach dem Rechten und eigentlich habe ich jetzt hier nichts mehr zu tun. Ich könnte jetzt direkt zu Captain Dread gehen. Hier wird sich auch nichts weiter tun. Ne? Ich glaube, das war's. Ich könnte, glaube ich, jetzt straight zu Captain Dread gehen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also. Dann ist wahrscheinlich auch der erste Teil des Spiels schon mal durch. Das wird uns dann ja wahrscheinlich wieder angekündigt.